بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبقشبست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute inshallah machen wir ein Thema, aber richtig wichtig ist. Und zwar, es geht um, ob wir wirklich an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Weil kann sein, dass jeder behauptet, dass er an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt. Aber die Taten zählen. Und was auch, an was wir auch glauben, das zählt. Jeder kann das behaupten. Und wir wissen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns gemacht hat. Damit gemeint, was er für Islam gemacht hat. Und auch als er auch gestorben ist, was er auch hinter ihm gelassen hat. Deshalb, liebe Geschwister, heute inshallah reden wir über, ob wir richtig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben oder nicht. Warum? Weil du nicht, wenn du nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubst, dann bist du kein Muslim. Kann sein, dass einer von uns glaubt an andere gesandten Propheten, aber glaubt nicht an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada laysa bi muslim. Jeder, der an anderen Propheten und Gesandten glaubt und bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, ich glaube nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahada laysa bi muslim. Allahu Akbar. Warum? Wir müssen auch nur wissen, erste Sache, dass man an ihn glaubt, das ist Pflicht. Das ist eine Säule der Iman sogar. Der Glaube. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Frage von Jibril alaihi salam bekommen hat, mal Iman, was ist Al-Iman? Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, im Klammer alle Gesandten und alle Propheten, wa rusulihi واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني wenn jemand nicht in eine, sogar bei uns, eine Gesandte nicht glaubt, auch genauso, der ist auch kein Muslim. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass Isa alaihi salam ein Gesandter ist, أنت لست بمسلم. Du bist kein Muslim. Oder einer auch, der sagt, ich glaube nicht, dass Zakaria alaihi salam ein Gesandter ist. Genauso. Yahya, genauso. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله أكبر. Das ist unser Glaube, dass wir an alle gesandten Propheten glauben. Und das ist ein sauberer Glaube.
an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass man an ihn glaubt, es ist ein Säule, ein Ruknun min Arkanil Iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, والذي نفس محمد بيده, der schwört bei Allah azza wa jal. Und wir wissen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqun ist, wahrhaftiger ist. Er braucht nicht zu schwören. Wenn er etwas sagt, sami'na wa ata'na. Wir wissen genau, dass er ein Sadiq ist. Er lügt nie. Noch nie gelogen. Sallallahu alaihi wasallam. Sogar die Kuffar, die Quraysh, die mit ihm gelebt haben, die haben ihm diese Spitzname gegeben. As-Sadiqul Amin. Allahu Akbar. Sogar die lassen ihre Amanat bei ihm. Zum Beispiel jemand, der Geld hat, er bringt das zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er lässt das bei ihm als Amana. Vertrauensgut. Subhanal Khaliq. هذا رسولنا هذا نبينا هذا حبيبنا الله أكبر هذا شفيعنا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده الله أكبر لا يسمع بي أحد من هذه الأمة jeder da von mir von diesem Umma hört. Welche Umma? Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jeder da in, oder ich kann euch sagen, seit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Prophet oder Gesandter geworden ist, alle Menschen bis Yawm al-Qiyama heißen sein Umma. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kann man auch sagen, dass Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teils auf zwei Teile. Ummatu Ijabah, Alhamdulillah sind wir. Wir haben an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Und wir glauben immer noch an ihm. Und wir werden immer noch an ihm glauben bis Yawm al-Qiyam, bis wir sterben. Sogar wir wünschen, dass wir mit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah zu sterben. Allahu Akbar. Ummatur Rasul sallallahu alaihi wasallam teilt auf zwei Teile. Ummatu Ijabah, Alhamdulillah sind wir. Und Ummatu Da'wah, die nicht an ihm geglaubt haben, obwohl die von seinen Umma sind. Einer, der Christ ist, der ist von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der muss eigentlich an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Warum? Nach Isa alaihi salam kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der letzte Prophet. Jeder, der Christ war, er muss auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Jeder, der auch Jude war, er muss an Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch glauben. Sogar auch jeder, der jetzt die Mäuse anbetet, er muss an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Und auch jeder, der auch Kakerlaken anbetet, er muss auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Warum? Du bist von seiner Umma, ob du willst oder nicht. Allahu Akbar. Du beleidigst Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das ist dein Prophet. Ja, ich sage das laut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet aller Menschen und aller Djinn. Subhanallah. Bis Yawm al-Qiyamah. Bis Yawm al-Qiyamah. Einer, der denkt, dass er Schi'i ist, Sufi ist, Nasrani ist, Yahudi ist, Majusi ist. Alle Sekten, die wir hier auf dieser Erde sind, die gehören zu Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ob die wollen oder nicht. Ich sage das laut, weil ich weiß genau, was ich auch sage. Limada. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم wurde zu allen Menschen und zu allen Djinn geschickt. Nicht wie andere Gesandten und Propheten. Anderen Gesandten und Propheten wurden zu extra in einem Volk geschickt. Aber Rasulullah صلى الله عليه وسلم zu allen Menschen
und sogar auch zu allen Dschinn. Deshalb jeder, der nicht an ihm glaubt, Wallahi, 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 er wird kein Paradies bekommen. Warum? Wir werden hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stehen, wenn wir an die Tür von Paradies sind. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er wird klopfen. Allahu Akbar, der erste Mensch, der ins Paradies eintretet, ist Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibuna, Rasuluna, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Er wird klopfen. Er ist draußen. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا محمد الله أكبر الله أكبر اللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم أباد einfach sagen mit seiner Bescheidenheit أنا محمد Er kann auch sagen ich bin der beste Mensch ich bin der beste Gesandte und er ist auch so Eine Schäfie, ich werde die Fürsprache von Menschen machen. Im Klammer, von Muslime. Nicht, dass ihr auch denkt, ihr Kuffar, er wird auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Shafa'a machen. Al-Shafa'a ist nur für die Muslime. Die Kuffar, wo sind die in diesem Moment? Die haben in Jannah gelandet. Die sind in Jahannam, ich meine, in Jahannam, nicht Jannah. Al-Kafir la yadkhul jannata qatt. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata illa muwahhid. Wer wird das Paradies bekommen? Nur jemand, der Tauhid gehabt hat. Al-Kafir nicht. Al-Kafir sayakunu hijaratan wa naran fi Jahannam. Deshalb sage ich immer, Wenn jemand nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, nie wird er das Paradies bekommen. Weil wir, insha'Allah azza wa jal, werden wir hinter ihm ins Paradies eintreten. Ana Muhammad, ich bin Muhammad. Al-Khazin, Khazinu, Al-Jannah, er wird sagen, Ma umirtu illa an aftah lak, la li ghayrik. Ich wurde befohlen, dass ich diese Tür nur für dich aufmache. Für niemanden. Sallallahu alaihi wasallam. Ahada al-Rasulu la yuhab. Ahada al-Rasulu la yuta'ah. Oder nicht? Deshalb. Qala sallallahu alaihi wasallam. Hier. Qala al-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahadun. من هذه الأمة von diese أمة jeder da von mir von diese أمة gehört hat يهودي extra hat Muhammad صلى الله عليه وسلم auch erwähnt يهودي ولا نصراني ob ein Jude ist oder Christ ist ثم يموت und er wird so sterben ohne an mich zu glauben ولم يؤمن بما أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار الله أكبر يعني da jeder auch Christ oder Jude der von mir gehört hat und nicht an was also glaubt an was ich gebracht habe wo ist seine Stelle Jahannam das auch an die Leute die glauben sogar nicht nur denken Glauben, dass die Christen von heute und die Juden von heute, die werden auch das Paradies bekommen. Nein, Allah nicht. Wer wird das Paradies bekommen? Die mit Musa a.s. waren, die an ihm geglaubt haben und die auch an Isa a.s. geglaubt haben und mit ihm waren, die werden das Paradies bekommen. Warum? Weil die auch Muslime waren. إن الدين عند الله الإسلام يعني زيت آدم عليه السلام بس محمد صلى الله عليه وسلم das war nur توحيد alle gesandten Propheten haben nur nach توحيد gerufen فاعبدوه الله عز وجل muss ihr anbeten
Jeder hat auch das gesagt. Sallallahu alaihi ajma'in. Yani, jeder, der von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von diesem Umma, von diesen Menschen jetzt gehört hat und nicht an ihn geglaubt hat, wo wird er landen? Jahannam khalidina fiha. Wal hadith rawahu Muslim. Damit ist gemeint. Yani, ob wir richtig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, das ist auch eine Bedingung, eine Säule. Wir müssen gar keinen Zweifel haben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Gesandter ist. Wir müssen 100% sicher sein, Rasul Muhammadun was Rasulullah, Allahu Akbar. Der Gesandte, der beste Mensch, sallallahu alaihi wasallam. Qalaha huwa an nafsihi, hat er selber gesagt, ana, yani ich bin der beste Mensch, yawm al-qiyamah. Nicht nur in Yom al-Qiyamah, auch in Dunya. Ana awwalu wa ana awwalu man yanshaqqu anhu qabruhu. Ich bin der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu shafi'in mushaffi'. Ich bin der erste Mensch, der auch Schafa'a macht. Den Allah Azza wa Jalla ihm genehmigt hat. Man dal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Mit seiner Genehmigung. Von wem? Von Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wir müssen an ihn glauben. Und auch, yani, unsere Aqida ist, wie ich auch euch gesagt habe, wenn wir nur nicht an eine Gesandte oder Prophet nicht glauben, wir sind auch nicht Muslime. La ilaha illallah. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِعِيسَى فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِمُوسَى فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِيُونُسَ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِيُوسُفَ فَهُوَ كَافِرٌ Allahu Akbar. Wir wissen auch, Subhan al-Khaliq, ein Beweis. Allah Azza wa Jal hat Nuh alayhi salam zu seinem Volk. Und das war nur Nuh alayhi salam, wurde zu diesem Volk geschickt. Aber Allah sagt, كذبت قوم نوح المرسلين. Was heißt das? كذبت قوم نوح was? المرسلين. Die Gesandten, yani das Volk, yani Nuhs, bezichtigte die Gesandten der Lüge. Obwohl wir wissen nur, dass in diesem Volk wurde Nuh alayhi salam geschickt. Und trotzdem sagt Allah Azza wa Jalla, كذبت قوم نوح المرسلين. Das heißt, قوم نوح, die haben nicht die Gesandten geglaubt. Obwohl nur einer war. Subhan al-Khaliq. Nicht nur sondern auch wenn noch auch Hudun alayhi salam, كذبت عادن المرسلين. Ad auch genauso. Die Qawm Ad, wer war nur yani Allah Azza wa Jal, وكذلك Hud alayhi salam, Adun wurde zu Hud, ich meine, Hud wurde zu Ad, Qawm Ad, geschickt. Und sagte Allah Azza wa Jal, كذبت Adun al-Mursalin. Diese Qawm Hud heißen Ad. Und nur wurde Hud zu denen geschickt. Und trotzdem sagte Allah Azza wa Jal, die haben nicht an die Gesandten geglaubt. Wenn noch Lot, كذلك كذبت قوم لوط المرسلين. Allahu Akbar. Obwohl nur Lot alayhi salam wurde zu diesem Volk geschickt. Allahu Akbar. Wenn noch قوم ثمود, yani wurde Salih alayhi salam zu ثمود geschickt. Und trotzdem sagt Allah Azza wa Jal, diese Ayat alle sind in Surat Shu'ara. قال الله عز وجل
كذبت ثمود المرسلين. الله أكبر. Deshalb, liebe Brüder und Schwester, das ist unser Beweis. Wenn wir nur nicht an eine Gesandte nicht glauben, dann sind wir keine Muslime. Was noch? Auch الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قال في أنس إن حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني diese Glaube, die wir eigentlich haben müssen, muss Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir müssen ihm lieben mehr als wer? Als deinen Sohn, als dein Vater, als deine Mutter, als alle Menschen. Warum? Weil er Gesandter ist. Weil er für uns alles gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und sogar auch, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم zu wem? Zu عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث رواه مسلم. يعني عمر der ist auch wahrhaftig, sagte ja رسول الله, يعني ich liebe dich mehr als mein Kinder und so weiter und so fort, aber nicht mehr als meine Seele, nicht mehr als meine نفس. Was sagte ihm Muhammad صلى الله عليه وسلم? لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. الله أكبر. Diese Glaube wirst du bekommen, bis ich oder bis du mich mehr als deine Seele liebst. الله أكبر. يعني عمر صادق, wahrhaftig, hat die Wahrheit gesagt. Aber in einem Moment Umar al-Khattab hat Gedanken gemacht. Warum Gedanken gemacht? Weil wenn wir in Yawm al-Qiyamah sind, du kannst dich oder du kannst dir selber nicht helfen. So hat auch Umar gedacht. Sagte, okay, wenn ich jetzt also Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder meine Seele oder mein Nafs mehr als Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebe, mein Nafs wird mir nicht helfen in Yawm al-Qiyamah. Aber wenn ich ihn also liebe mehr als mein Nafs, ihr werdet mir helfen. Damit gemeint, er wird für mich Al-Shafa'a machen, die Versprache machen. Allahu Akbar. Wie ihr wisst, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagt immer, hat Sorgen um uns hier in Dunya gemacht. Aber auch in Yawm al-Qiyamah wird er auch Sorgen machen, subhanallah. Yani, Ahadith, mehrere Ahadith, hat uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschrieben, wie wird er in Yawm al-Qiyamah sein. Wir wissen, dass jeder Prophet und jeder Gesandte wird einfach nur sagen, Nafsi, Nafsi. Außer ein Mensch, außer ein Prophet, außer eine Gesandte, der heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wird sagen, Ummati, Ummati. Er ruft uns. Ummati, Ummati. Warum? Er wird keine Ruhe bekommen, als wenn wir alle Muslime in Paradies reinkommen. Schau mal, wir gehen zu Adam a.s. in Yawm al-Qiyamah, damit er für uns die Fürsprache macht. Was sagt, oder was wird er sagen? Idhabu ila Nuh. Geht ihr zu Nuh. Nuh schickt uns zu Ibrahim. Ibrahim schickt uns auch zu Musa a.s. وموسى شكت uns auch zu عيسى عليه السلام وعيسى wird uns zu محمد صلى الله عليه وسلم شيكن ومحمد صلى الله عليه وسلم wird uns sagen أنا لها أنا لها die ist für mich, die ist für mich, das ist damit gemeint, die Fürsprache. Und trotzdem man glaubt nicht richtig an محمد صلى الله عليه وسلم. Danach kommt auch, wie werden wir auch wissen, dass wir richtig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Nicht einfach nur behaupten. Behaupten kann jeder. Weil die Sekten, die behaupten auch,
dass sie an Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auch glauben, weil jemand, der sagt, ich glaube nicht an Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und ich bin Muslim, kann nie sein. Kann nie sein. Oder auch jemand, der sagt, ich glaube an Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aber ich liebe ihn nicht, kann nie sein. Du bist ein Kafir. Du musst Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lieben, mehr als deine Seele, mehr als dein Nefs sogar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dass man an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam glaubt, das ist eine Säule. Aber braucht man Beweise? Wenn du jemand sagst, Achil Karim, ich glaube dir, was du mir sagst. Das heißt, du vertraust diesem Bruder. Du folgst ihm oder du vertraust ihm blind. So muss man auch mit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sein, eigentlich. Wenn er etwas uns sagt, blind folgen. Wenn er uns auch befohlen hat, blind folgen. Das ist die Beweise, dass man sagt, ich glaube an Rasulullah sallallahu. Und eigentlich, das ist die Definition von Glaube. Ja? Von La ilaha illallah. Du sagst, ashhadu an La ilaha illallah. Ja? Yani du glaubst, du sagst erstens mit deinem Herzen Taten umsetzen. Genauso, und du sagst auch, وأشهد أن محمدا رسول الله. Was heißt أشهد أن محمدا رسول الله? Das heißt, es gibt der einzige, die wir uns folgen müssen, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er uns den Weg gezeigt hat. Weil er auch die Offenbarung auch bekommt. Weil er auch eine Vermittler zwischen wir oder zwischen uns und Allah azzawajal. Weil er auch in Yawm al-Qiyamah uns sucht. Der sucht uns. Ummati, ummati. Yani kama qala Anas radiyallahu anhu hat ihm diese Frage gestellt. Und Hadith rawahu al-Tirmidhi, Hadith sahih. Qala Anas li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aina ajiduka Yawm al-Qiyamah? Wo werde ich dich in Yawm al-Qiyamah finden? Allahu Akbar. Das ist genau, wenn du sagst, diese Frage hat an uns oder hat für uns auch gefragt, Anas radiyallahu anhu. Das heißt, wo werden wir, die Muslime, wo werden wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawm al-Qiyamati finden? Hat ihm beantwortet und sagte ihm in drei Stellen. Allahu Akbar. Hat ihm nicht gesagt, ja, Anas, brauchst du nicht zu wissen. Nein, hat ihm das gesagt, damit wir auch in diesen Orten auch ihn suchen. Allahu Akbar. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha lam tajiduni عند الميزان. Wenn du mich nicht, wo die Waage ist, findest, ستجدني عند الصراط, wo die Brücke ist. Und wenn du mich auch nicht, wo die Brücke ist, findest, ستجدني عند الحوض. Du wirst mich, wo die Becke, wo mein Becken ist, dort finden. Allahu Akbar. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der ist nur in diese drei Stellen. Warum? Er sucht uns. Kann sein, dass einer von uns Hilfe braucht. Ummati, 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 sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, bester Mensch. Einfach so, bester Mensch. Yani kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Yani wurde unsere Mutter, radiyallahu anha, gefragt, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wie war sein Akhlaq? Wie war sein Benehmen? Wie war sein Charakter? Sagte und beantwortete, keine Koranen, yamshi ala al-ard, wie ein Koran, der auf der Erde läuft. Mit seinen Akhlaq, mit seinem Tawhid, mit seiner Aqida und alles. Eigentlich, der ist Vorbild für uns. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun oder iswatun hasana. Ein Vorbild. Wir müssen Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Vorbild nehmen. Warum eigentlich diese Probleme wir heutzutage erleben? Weil wir nicht ihm folgen. Alles, was er gesagt hat,
Ich kann euch sagen, 2%, 3% sonst nicht mehr. Wenn wir ihn richtig folgen, Wallahi, Wallahi, Thumma Wallahi, wir werden die stärkste Umma sein. Und wir sind, wir sind. Aber nur diese Umma, sage ich immer, stirbt nie aus. Wallahi, stirbt nie aus, aber wird krank. Und momentan sind wir krank. Wir sind wie richtig krank, subhanallah. Warum? Weil wir nicht so sind. Wir sind nicht zusammen. Allah Azza wa Jalla يقول إنما المؤمنون إخوة. Wahrlich, die Gläubiger sind Brüder. Aber wir sind weit weg. Sonst, jeder von uns muss an die anderen Muslime denken. Egal wo ein Muslim ist, müssen wir an ihm denken. Wir müssen an die Geschwister, die in Gaza denken. Das ist eine Pflicht. Wallahi, Pflicht. Yani, ich sage immer, wo sind die Muslime? Wo sind die Könige? Wo sind die Präsidenten? Wo sind die Araber? Wo sind die Leute, die immer sagen, wer sind? Wo sind sie? Die sind nichts. Staub. Jetzt. Die sind wertlos. Keiner hat was zu sagen, weil die alle Beamte sind. Die sind alle Beamte bei Kuffar. Allah musta'an. Lakin mal Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi, wenn er unter uns wäre, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Er wird sowas nicht lassen. Nein. Er wird sowas nicht lassen, wallahi nicht. Sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er ein Mann war. Weil er ein Mann war. Es gibt viele, wie kann man sagen, eine männliche, aber wenige Männer. Jeder kann auch mir behaupten und sagen, ich bin ein Mann. Aber kann sein, dass er nur ein menschlich ist. Eine menschlich, nicht mehr, nicht weniger. Die Männer haben die eigenen Eigenschaften. Ein Mann ist ein Mann. Ein Mann ist ein Löwe eigentlich. Dass er nicht sein Geschwister vergisst. Dass er mindestens bei jedem Sujud Dua zu machen für seine Geschwister. Aber trotzdem, sowas machen wir auch nicht. Deshalb, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, er ist unter uns. يقول الله عز وجل واعلموا ان فيكم رسول الله الله اكبر ihr müsst wissen dass unter euch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist mit was mit seinen Sunna mit seiner Religion mit seiner Ehre mit seinem Scharaf yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat normalerweise er muss hinter ihm Männer lassen aber Männer gibt es immer noch. Ich sage nicht, dass die Männer nicht gibt. Gibt's. Allah gibt's. Aber die uns führen, wo sind die? Wo sind die? Staub. Beamten. Machen die nichts. Die haben nichts zu sagen. Die sind wertlos, kann man so sagen, subhanallah. Deshalb, liebe Brüder und Schwester, yani, wir dürfen eigentlich nicht unsere Geschwister im Stich lassen. Ad-Dua, thumma ad-Dua, thumma ad-Dua. Denn ad-Dua, unsere Waffen, ist auch was, das ist, was wir besitzen. Momentan nur das, dass wir Dua für unsere Geschwister machen. Egal wo die sind. Wie Philistin, Afghanistan, Pakistan, Philippinen, Burma, egal wo Muslime sind. Wir sind so. Innamal mu'minuna. Na, die zweite Sache, was man auch, also zweiter Punkt, damit wir auch wissen, ob wir richtig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben oder nicht, ta'atuhu, dass man ihn gehorchen muss. Das ist auch eine Frage. Gehorchen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Wahrheit oder nicht? Schau mal, wie viele Befehle gibt es in Sunna von ihm?
Wie viel machen wir? Hat uns nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass wir unser Bärte wachsen lassen? Hat uns das nicht gesagt? Oder doch? Warum machen wir nicht? Hat uns nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch in viel Ahadith uns gesagt, dass die Frau muss richtig anziehen, was Breites? Oder nicht? Hat uns nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, obwohl er das nicht erlebt hat und noch nie gesehen hat, es wird ein Tag kommen, meine ich damit, manche Frauen, kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gesagt? Und jetzt erleben wir wieder sowas, sogar auch von Muslimen, Frauen, die alles eng anziehen. Denken wir nicht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowas auch nicht gesagt hat? Allah hat es schon gesagt. Machen wir das? Gehorchen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Leider nicht. Und trotzdem sagen wir, warum wir schwach sind. Deshalb. Deshalb sind wir schwach. Deshalb sind wir wertlos geworden. Deshalb keiner kann von uns hören. Die werden sagen, die sind nur Muslime, gar kein Problem. Ihr Blut ist wertlos. Deshalb, warum? Weil wir nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und auch nicht gehorchen. Allahu Akbar. Ich gebe euch nur ein Beispiel. In Marakat Uhud, Schlacht von Uhud. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ein paar und 50 Sahabi gesagt? Dass die in einem Berg dort bleiben. Diese Hügel. Yani Jabal Ar-Rumat. Ja? Da hat ihnen gesagt, ihr dürft nichts machen. Auch wenn ihr seht, dass wir gewonnen haben, bleibt ihr dort. Die haben ihm zum ersten Mal nicht gehört und haben wir verloren. Nur einmal. Und dann haben wir verloren. Aber schau mal, wie oft gehorchen wir nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann warten wir auf den Sieg. Welcher Sieg? Kommt nicht. Sieg braucht Schritte. Sieg braucht Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Sieg braucht Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehorchen. Das ist der Sieg. Ala inna nasrallahi qarib. Naam, qarib. Aber die Frage, ob das mit uns oder ohne uns, das ist die Frage. Allah azza wa jalla wird uns wechseln, wenn wir immer so bleiben und so stehen und nichts machen. Und noch schlimmer ist, dass jemand sagt, Achil Karim, ich habe das öfter gesehen, ich kann das nicht mehr sehen. Ja und dann, ist das eine Lösung? Oder sogar manchmal, Wallahi, du hörst, die sind selber schuld. Warum selber schuld? Achil Karim, die sind jetzt dran. In ein paar Tagen, du bist dran. Die sind jetzt eine Mauer. Irgendwann, diese Mauer geht kaputt. Die Kuffar, die werden bei dir kommen, bis zu Hause. Das ist ihre Pläne. Die Kuffar, die planen nicht für einen Tag, zwei Tage. Nein. Seit 100 Jahren, die haben sowas geplant. Und wir haben das jetzt erlebt. Warum? Weil wir schwache Muslime sind. Weil wir nicht Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Weil wir auch nicht stolz sind, dass wir Muslime sind. Das ist das ja. Yani, ich sage immer, du musst stolz sein. Du bist einer von dieser Umma. Allah Azza wa Jalla hat diese Umma gelobt. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Was willst du noch haben? Ihr seid die beste Umma. Wir sind die letzte Umma. Eigentlich gab es 50 Umam, Nationen. Seit Adam a.s. bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind die beste Umma. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Das heißt nicht nur, wir waren, wir sind immer noch. Und wir werden auch bleiben bis Yawm al-Qiyamah mit der beste Umma. Und die erste Umma, die von ihrer Gräbe aufsteht, das bist du. Du gehörst zu der Umma auch.
Und du bist auch der Erste, der auch dein oder seine Abrechnung bekommt. Warum? Weil du diese Umma gehörst. Du bist auch der Erste, auch, der auch ins Paradies reinkommt. Warum? Weil du auch diese Umma gehörst. Dann sei stolz. Wallahi, sei stolz. Yani, wenn du jemand oder wenn jemand dich mit einem Kafir vergleicht, ein Kafir, la yusawi janaha ba'udatin 'inda Bei Allah Azzawajal, ein Kafir ist wertlos. Aber du bist wertvoll bei Allah Azzawajal. Warum sind wir nicht stolz? Achil Karim, ich sag immer, diese Karawane, Wallahi, zieht. Zieht. Und dieses Ziel werden wir erreichen, irgendwann. Wallahi. Aber die Frage ist, ob du dabei bist. Ob du dabei bist. Dein Sorgen darf nicht sein, dass du ankommst. Nein. Hauptsache, dass du dabei bist. Und nicht weg von dieser Karawane. Sei dabei. Und bleib dabei. Auch wenn du unterwegs stirbst, gar kein Problem. Es gibt immer noch Brüder, die das weiterziehen. Weiterziehen. Bis Yawm al-Qiyamah. Bis du mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam triffst. Allahu Akbar, dass du mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Paradies triffst. Was willst du noch haben? Yani, wir wissen genau, beste Sache, was im Paradies gibt, dass man Allah live sieht. Allahu Akbar. Aber man darf auch nicht vergessen, dass im Paradies ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu musta'an. Ta'atuhu fima amar. Wal intihau an kulli ma naha anhu. Alles, was er uns befohlen hat, müssen wir machen. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله أكبر تمس كي مايند الله عز وجل زكت was nun der Gesandte euch gibt oder gibt nein das nimmt und was er euch untersagt dessen enthaltet euch Und fürchtet Allah, Allah streng im Bestrafen. Allahu Akbar. Wa ma atakum ar-rasul fakhuduh. Nehmt ihr alles, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gebracht hat, nehmt ihr das. Nehmt ihr das. Und was er uns sagt, ihr dürft das nicht machen, dann lasst es. Das ist ein Zeichen, dass man sagt, ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles, was er mir sagt, Und alles sogar, was er mir befohlen hat, muss ich machen. Arhulliha, aufulliha. Achil Karim, das ist Befehle. Von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hast du seine Befehle genommen? Ein Fragezeichen. Jeder weiß. Rasulullah sallallahu sagt dir, Arhulliha, lass dein Bart wachsen. Hast du das gemacht? An die Schwestern, dass sie richtig was ordentlich anzieht. Habt ihr das auch gemacht? Oder ihr kommt mit Schminken raus? Oder sogar noch schlimmer ist, dass ihr auch Videos dreht, wo ihr richtig schminkt und zeigt an alle Leute. An alle Leute, subhanallah, öffentlich, dass du als Muslime dich vor Leute zeigst. Eib, Schande. Und du nennst dich, dass du Muslime bist. Okay, du bist Muslime. Aber ist das eine Sache für eine richtige und eine wahrhaftige Muslime, sowas zu machen? Oder nicht? Fragezeichen. Du gehörst Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Was wirst du ihm sagen, wenn du vor ihm stehst? Welche Entschuldigung kannst du ihm sagen? Habe ich nicht gewusst. Du hast gewusst. Du weißt genau, dass das Haram ist. Sogar von großen Sünden. Dass du ohne Kopftuch Leute zeigst. Öffentlich. Und noch schlimmer ist, dass auch eine. Der Mann ist auch dabei. Der Mann ist auch glücklich. Er filmt auch seine Frau, die ohne Kopftuch ist, die auch Föhne macht, die auch schminkt. Und der Mann ist auch tschick, tschick, Schatz, tschick, tschick, Maus, tschick, tschick, Gazelle, tschick, tschick, mein Grafe, tschick, tschick. Zufrieden als Mann. Was nennt man diese solche Männer? Gibt es einen Namen? Also kannst du sowas ertragen, meine ich damit, diesen Namen kannst du ertragen, dass du ein Dejud bist? Du bist ein Dejud. Einer, der erlaubt seine Frau, so halbnackt rauszugehen und sogar auch er ist neben ihr, du bist ein Dejud. الديوت لا يدخل الجنة. Irgendwann, wenn du Muwahhid bist, sowieso, irgendwann. يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر، في زخم. Einer von denen ist الديوث. الديوث هو Er ist einer, der seine Frau sowas erlaubt. Erlaubst du sowas? Kannst du auch diesen Namen auch ertragen? Aber du sagst, dass du von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bist. Du gehörst auch diese Umma. Werd al-Rasul sallallahu alaihi wasallam also stolz auf dich, wenn du mit ihm triffst? Wallahi nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ghayuran. Der war richtig eifersüchtig. Wallahi eifersüchtig. Die richtigen Männer, wenn die Pferden haben, die Salaf, und deren Frauen, die reiten auf diese Pferden, die schlachten die Pferden, damit kein Mann draufkommt, damit kein Mann drauf reitet. Allah, warum? Weil seine Frau auf diese Pferde geritten hat. Männer, solche Männer können wir sagen, dass die diese Umma gehören und stolz zu sagen. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني wenn du رسول الله صلى الله عليه وسلم gehörst damit gemeint automatisch die gehörst auch Allah عز وجل warum weil الرسول صلى الله عليه وسلم ist ein Vermittler zwischen uns und Allah Azzawajal. Yani wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörst, automatisch gehört auch Allah Azzawajal. وقال كذلك الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر هذا هو الفوز Das ist Erfolg wenn du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also gehörst هذا هو هذا هو das ist Erfolg هذا هو الفلاح والنجاح wenn du رسول الله صلى الله عليه وسلم folgst und gehörst das ist der richtige du bist erfolgreich aber leider sind wir nicht so und ich weiß nicht warum subhanallah obwohl Muhammad صلى الله عليه وسلم wie gesagt alles für uns gemacht hat ich sag immer الرسول صلى الله عليه وسلم für dich Wallah, für dich hat er Schläge bekommen. Und für dich wurde von Mekka abgeschoben. Und für dich auch seine Töchter, die haben auch Talak bekommen.
Und für dich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat auch seine Zähne verloren. Für uns alle. Und am Ende kommen wir, machen wir gar nichts. Und wir gehorchen auch ihm nicht. Aber warum nicht? Das ist die Frage an uns alle. Warum nicht? Warum? Und Al-Islam eigentlich ist nicht schwer. Allah Azza wa Jalla hat uns Al-Quran gegeben. Er will uns nicht quälen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auch viele Sachen auch also gezeigt und beigebracht. Er will uns auch nicht quälen. Er hat nur was Gutes zu uns gebracht, damit wir ihm folgen. Und wenn wir ihm folgen, werden wir auch das Paradies bekommen. Allahu Akbar. Deshalb, liebe Geschwister, yani, قال كذلك in einem Hadith al-Bukhari, Allahu Akbar. Yani, في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخلون الجنة. Allahu Akbar. كل أمتي, yani, alle mein Umma werden das Paradies bekommen. Wir haben schon mal gesagt, sein Umma ist auf zwei Teile. Die an ihm geglaubt haben und die auch nicht an ihm geglaubt haben. Und wenn die auch an Muhammad geglaubt haben, die werden auch das Paradies bekommen. Aber kann nie sein, dass du das Paradies bekommst und du glaubst nicht an ihm. Yani, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. Yani jede, der mein Umma gehört und an mich geglaubt hat, er wird das Paradies bekommen, außer wenn einer nicht will. Allahu Akbar. Yani wer will kein Paradies haben? Sagten die Sahaba, weil die sowas auch unmöglich oder erstaunlich gefunden. Ja, Rasulullah. Wer will kein Paradies haben? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Das heißt, wenn jemand mich gehorcht, فقد أطاعني دخل الجنة. Er wird das Paradies bekommen. Und wenn jemand mich nicht gehorcht, er wird das Paradies nicht bekommen. Eiskalt. يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها تدخل الجنة. Dass du das Paradies bekommst, musst du ihm gehorchen. يعني الجنة بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. Man bekommt das Paradies nie, als wenn du Muhammad صلى الله عليه وسلم gehorcht. Und auch طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي حديث أسند رواه البخاري was wir erwähnt haben. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. Allahu Akbar. Einer, der die Rechtleitung will, er muss ihn also folgen. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Einer, der auch Hidayah bekommen will, muss zum Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen. Yani, هِدَايَتُكَ فِي طَاعَتِهِ. Allahu Akbar. Dass du diese Rechtleitung bekommst, du musst unbedingt ihn gehorchen. Deshalb, warum bekommen wir kein Hidayah? Weil wir auch ihm nicht gehorchen. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Und كذلك, yani, يقول الله عز وجل, ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. Du gehörst zu Leute, die auch erfolgreich sind, wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch folgst. Subhan al-Khaliq. Und sogar auch, ihr wisst, ich habe oft auch diese Hadith auch erwähnt, der Sahabe, die immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermisst hat, obwohl er mit ihm war. Und er kam zu ihm und sagte ihm, ja Rasulullah, ich weiß genau, wenn ich sterbe, ich werde auch, wenn ich auch in Paris bin, ich werde eine Stufe bekommen, die du nicht bekommst. Das heißt, du bist in Al-Firdaus al-A'la. Und ich vermisse dich immer. Und immer, wenn ich an Paradies denke, ich werde traurig. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, hat nicht gesagt, erstens,
bis Jibril a.s. ein Ayah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيق. الله أكبر. يعني wenn du Muhammad صلى الله عليه وسلم gehörst, du wirst auch mit ihm in Paradies sein. In gleicher Stelle, wo ist. Wer noch As-Siddiqin, die Vertrauenswürdige, und wer noch As-Shuhada, die Mütterer, und wer noch der rechtschaffene Mensch. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, weil jetzt wird stopp, inshallah, und danach machen wir Fragen stellen. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.